An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Jack! Jack! Ich bin ein Held. Und ich lebe noch. Ich will einen Bericht über den Zustand der Mall. Und ich will dich drüben im Hotel sprechen. Was hat dieser Mega hier verloren? Ich dachte, er hält zu den Mallrats. Das ist eine lange Geschichte. Ja, und zwar eine, die du mal hören solltest. Offensichtlich ist Java nicht ganz bei der Wahrheit geblieben. Sie hat sich sogar weit von ihr entfernt. Pass auf, was du sagst, Siva. Von wegen, die Schwestern sind wieder vereint. Dein Alle für einen, einer für alle Palaver. Das Ergebnis wird dasselbe sein. Wir werden an der Macht sein. Das ist Zuts Wille. Natürlich. Als ich die Explosion gehört habe, dachte ich, ihr seid erledigt. Ja, das war Ebony. Ebony und Java, Ellie hat sie beschrieben. Da fahren die Ellie zur Mall und schicken sie mit einer besonderen Überraschung zu uns. Ebony? Fällt dir noch etwas ein? Ja, ich glaube schon. Du... Es liegt mir auf der Zunge. Mein Baby weint, ich muss gehen. Jay, wir müssen doppelt so viele Wachen an den Eingängen aufstellen. Sicher. Aber wir können hier nicht rumsitzen und abwarten, was geschieht. Wir müssen was tun. Aber was? Die sind viel zu stark. Wir können nicht einfach rausgehen und sie fertig machen. Die haben schon wahnsinnig viele Anhänger. Und es werden noch mehr, wenn Sud wirklich wieder auftaucht. Wir müssen den Strom abschalten. Dann können sie die Sud-Hologramme nicht projizieren. Nein, nein, dann nehmen sie den Doppelgänger. Ich habe ihn gesehen und geglaubt, es wäre Sud. Ich bin sicher, die Verrückten draußen glauben das auch. Und auf CityNet können wir auch nicht senden, falls sie uns wieder reinlegen, so wie letztes Mal. Das hat alles nur schlimmer gemacht. Dann müssen wir in die Stadt gehen und die Menschen aufklären. Ja, aber hören die uns zu? Wenn jemand mit ihnen spricht, dem sie vertrauen? Amber! Ich steig lieber aus. Tja, Sheriff. Ich denke, ich werde meinen Einsatz verdoppeln und dann will ich sehen. Ui. Du bist gut. Glaubst du es endlich? Zu hoch gepokert. Ich denke, ich gehe schlafen. So früh schon? Morgen ist viel los. Die Auferstehung des verrückten Sud. Siehst du es dir an? Ich schau mal vorbei. Das hat aber nicht zufällig was damit zu tun, dass die Fürstin der Finsternis da auftauchen wird, oder? Diese Ebony? Wirklich? Du spielst mit dem Feuer, mein Freund. Frag Ram, der hat sich auch die Finger an ihr verbrannt. Ja, du kennst sie angeblich gut. Ja. Wir haben uns getrennt. Danke für dein Mitgefühl. Doch unser Lex hat recht, sie isst Männer zum Frühstück. Irgendwas sagt mir, dass sie das für jemand Bestimmten noch faszinierender macht. Gute Nacht. Ja, ich gehe auch. Ich habe ja alles abgeräumt. Falls du deine Tür offen lassen willst. Oh, so viele böse Buben hier sind? Das wäre doch leichtsinnig. Findest du nicht? Vielleicht nächstes Mal. Zufrieden? Erst wenn ich weiß, warum du wolltest, dass Lex gewinnt. Wie furchtbar, wie konnten die sowas tun? Sie haben mich benutzt, weil sie wussten, dass ich eine Mallrat bin. Und wir hätten alle tot sein können. Du, Trudy, Amber, jeder von uns. Ellie, du konntest nichts dafür. Es ist furchtbar. Geht's dir jetzt wieder besser? Ich bin nur müde. Ruh dich erstmal aus. Was ist denn?
Ich habe mir was ausgedacht. Das ist unsere letzte Hoffnung. Jemand muss in die Stadt gehen und versuchen, die Leute zur Vernunft zu bringen, bevor dieser ganze Zauber beginnt. Du? Emma. Die Menschen haben Vertrauen zu ihr. Und das weißt du. Ich könnte Celine bitten, sie zu fragen, doch... Ich weiß, ihr geht sowieso nicht gut. Außerdem würdest du dich damit vor der Verantwortung drücken, was? Ich würde ihr aus dem Weg gehen. Und ich will nicht, dass sie das denkt. Du miese Ratte! Was glaubst du, was du noch machen kannst? Ich hoffe, du hast einen guten Grund für diesen Auftritt. Wieso hast du mich nicht über diesen Anschlag informiert? Ich hätte draufgehen können, aber dir ist das offensichtlich egal. Das war nicht meine Idee. Aha. Im Ernst. Ach, und wessen Prachtidee war es dann? Ebonys? Beinahe. Und was lässt du dir deswegen einfallen? Angenommen, sie versuchen es nochmal. Das nächste Mal habe ich vielleicht kein Glück mehr. Hör mal, May. Du gehst jetzt wieder zurück und sagst mir, was Jay vorhat. Er wird jetzt sicher keine Ruhe geben. Und wie immer wäre ich ganz gern einen Schritt voraus. Würdest du vielleicht mal deine Schulden bezahlen? Nur falls du nicht wiederkommst. Meine Tasche habe ich oben. Da ist mehr als genug drin. Ah, macht ihr ein Picknick? Das wird wohl kaum ein Picknick werden, wenn Sud da ist. Ihr wollt euch die Show also auch reinziehen? Aber sicher. Ich will sehen, wie der Kerl, den ich erledigt habe, wieder aufersteht. Und ich will sehen, wie Mega drauf ist. Bist du sicher, dass er es ist? Absolut sicher. Habt ihr beide nicht irgendwas vergessen? Wir haben aus Kanne Tee? Ein paar Butterbrote? Wenn ich mich nicht irre, seid ihr nicht die beliebtesten Typen der Stadt. Wenn sie sich nicht irrt. Ich werde euch nicht beschützen. Außerdem habe ich nicht für euch beide Platz auf meinem Motorrad. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er es überhaupt bis zur Stadt schafft. Weißt du, ich wollte eben anfangen zu verhandeln, um ihm das zu ermöglichen. Hey! Wollt ihr heute irgendwo hinfahren? Schon möglich. Ich beschlagnahme dein Fahrzeug für einen Spezialauftrag. Hast du verstanden? Klar, Slade, wenn es unbedingt sein muss. Darf ich reinkommen? Ich bin ziemlich beschäftigt. Es ist sehr wichtig. Wie geht es dem Kleinen? Sehr gut. Ich nehme an, du weißt, was heute passiert? Die Auferstehung, ja. Sie wird um 12 Uhr starten. Zur Sonnenfinsternis. So wie die Leute im Moment drauf sind, immer noch sauer wegen des Paradise-Programms. Und total aufgedreht wegen der Sache mit Sud. Das könnte ihnen den Rest geben. Wir könnten die Stadt verlieren, dann kriegen wir sie nie wieder. Ja, das ist ausgesprochen wahrscheinlich. Amber, wir können nicht tatenlos zusehen. Wir dürfen das, was zwischen uns war, nicht... Was war denn zwischen uns, Jay? Nichts, soweit ich weiß. Das ist nicht fair. Vielleicht habe ich keine Lust mehr, fair und gerecht sein zu müssen. Die gute alte Amber wägt immer genau ab, bevor sie ihre faire Entscheidung trifft. Und deswegen brauchen wir dich. Denn das ist es, was die draußen denken. Nein, das ist das, was sie wissen. Dass du sie nie anlügen würdest. Sie wissen, dass du sie nicht betrügst. Ja, sie fürchten Ebony und folgen ihr. Aber in ihren Herzen wissen sie, wenn ihnen jemand hilft, dem Chaos zu entfliehen, dann du. Ach, wirklich? Wenn es nicht so wäre, würde ich die Stadt sofort für immer verlassen. Dann gäbe es keine Zukunft. Keine Träume mehr zu verwirklichen. Weißt du noch, wie ich dir gesagt habe, wir haben immer eine Wahl? Und ich habe gesagt, ich wäre nicht so sicher. Machst du's? Ich denke nicht. Nein, Jay. Sieht das gut aus? Alles muss perfekt sein. Vergesst nicht, ich muss mich bereit machen, um meinen Mann zu treffen. Ich hatte dir gestern gesagt, dass ich dich sehen will. Wer bist du? Etwa mein Vorgesetzter? Java, wir dürfen nicht zulassen, dass jeder einfach macht, was er will, sonst bricht hier alles zusammen. Also gilt ein Gesetz für Mega und ein anderes für den Rest von uns.
Schon die kleinste Abweichung vom Plan kann maximale Auswirkungen zeigen. Wenn nur ein Bruchteil verloren geht... Mach dir wegen Ebony keine Sorgen. Die weiß nicht mehr, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist. Nein, um Siva mache ich mir Gedanken. Die ist keine Bedrohung. Hör zu. Wir wollten die Morrets doch sowieso verschwinden lassen. Wozu warten? Wenn wir wollen, dass das Chaos in der Stadt herrscht, dann brauchen wir jemanden, der versucht, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Und wenn das demjenigen nicht gelingt, dann kommen die Kids auf Knien angekrochen und flehen uns an, für Ordnung zu sorgen. Dann werden wir die Morrets vernichten und keine Minute früher. Java, fang bloß nicht an, mit mir zu streiten. Ich habe das Modell 1000-mal durch den Computer gejagt. Es funktioniert, glaub mir. Ja, Mega. Anscheinend habe ich etwas übertrieben. Ich hasse nur diese guten Menschen. Das ist gut. Hass ist gut. Wir sind ein perfektes Team, Java. Und, wie geht's dir jetzt? Na, komisch. Jetzt sind die Erinnerungen wieder da. Auf einmal weiß ich alles, als wäre ich ein neuer Mensch. Es ist schön, dass du wieder da bist. Oh, was gibt's, Sammy? Was bedeutet Auferstehung? Aus dem Totenreich zurückkommen. So wie ich, Sammy. Wieder auftauchen. Und sowas hat Sud vor? Wiederkehren? Nein, hör zu. Sud war eine Fälschung. Aber alle haben gesagt... Das wird sicher nicht passieren, Sammy. Er müsste ein Gott sein, um sowas zu tun. Und wenn er wirklich ein Gott ist? Sud? Nein. Okay, pass auf, Sammy. Sud war ein ganz fieser Schurke. Siehst du? Aber es gibt auch böse Götter. Oder wie in den alten Sagen. Hör auf, Sammy. Sowas gruselt mich. Sieh dir an, was du getan hast mit deinem dummen Geschwätz. Sie dreht durch. Weißt du, mir war gar nicht klar... Das mit Celine? Nein, ich habe nur die ganze Zeit versucht rauszufinden, wie sie das mit Sud machen oder wie das technisch läuft. Und auf einmal wird mir klar, wenn Sammy schon so denkt, wie werden dann die anderen Leute denken? Sie werden glauben, was sie sehen. Ich meine unter vier Augen. Entfernt euch. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Es geht um Sud. Daryl? Alles in Ordnung da drin? Klar. Mir geht's gut. Hey. Du siehst ja furchtbar aus. Ja. Nein, ich bin nur nervös wegen der Sache heute. Ich glaube nicht, dass ich das durchstehe. Aber was denn? Ich pack das nicht. Das ist wahr, Ebony. Sud ist nicht real. Er wird nicht wiederkommen. Er ist tot. Siva, versuch doch, das zu verstehen. Sud wird wieder auferstehen, noch heute. Nein, das ist nur ein armer Junge, der als Sud verkleidet ist. Du wirst die Wahrheit erkennen, Siva. Eines Tages. Hör zu. Mega ist gar nicht auf der Seite der Mallrats. Er hat das alles mit Java geplant. Sie haben dich nur ausgenutzt. Sie versuchen, dich verrückt zu machen. Bist du fertig? Ich muss mich jetzt bereit machen. Es ist schon fast soweit. Ebony, jetzt hör mir zu. Ich halte es nicht mehr aus, dich so zu sehen. Bitte! Du bist doch meine kleine Schwester. Nein, Siva. Das bin ich nicht. Heute um Mittag, wenn Sud kommt, um die Stadt zurückzufordern, dann werde ich an deiner Seite sein. Als Göttin.
näher ranfahren, könnten wir erkannt werden. Und wir könnten uns absolut nicht verteidigen. Das war eine verrückte Idee. Man muss auch mal ein Risiko eingehen. Ja, es gibt Risiken und es gibt schiere Dummheit. Und was dich betrifft, Lex. Netter Motor. Du hast uns wahnsinnig erschreckt, du Idiot. Ich werde mal noch ein bisschen näher rangehen. Aber euch rate ich dringend hier zu bleiben und die Köpfe einzuziehen. Ich bleib nicht lange weg. Wenn er weint, gibst du ihm seine Flasche, okay? Wirst du auch Sud sehen? Nicht, wenn ich's vermeiden kann. Keine Angst, es wird schon gut gehen. Amber! Was? Ich wollte dir nur sagen, dass es wirklich mutig ist, was du vorhast. Draußen geht's verrückt zu. Auch nicht verrückter als an anderen Orten. Amber, wir wissen wirklich zu schätzen, was du für uns tust. Alle Mallrats. Ich mache das nicht für die Mallrats. Ich mache das für Bray. Du machst das großartig, Daryl. Das wird toll. Das wolltest du doch. Ja, ich weiß. Aber es ist so. Es ist ja leicht, Jack und ein paar Zwerge zu erschrecken, aber das ist was anderes. Die ganze Stadt. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Was ist, wenn ich meinen Text vergesse? Ich bin doch da. Jetzt hör mir zu. Überleg, was es dir bringt. Hm? Was ich dir versprochen habe, weißt du nicht mehr? Der Ruhm. Das viele Geld. Die Mädchen. Ja, die Mädchen. Was denkst du, wieso ich dich ausgesucht habe? Weil ich weiß, dass du einfach großartig sein wirst. Du bist dazu geboren. Glaub es mir. Du hast recht. Und jetzt geh und mach dich fertig für die größte Rolle deines Lebens. Ja! Ja! Du hast recht. Er ist schrecklich. Siva, du machst dir zu viele Sorgen, weißt du das? Ich vertraue Megan nicht. Was ist, wenn er uns nur benutzt? Was ist, wenn er uns abserviert, sobald er hat, was er wollte? Wenn wir das Ding erst durchgezogen haben und die Stadt uns aus der Hand frisst, dann sind es nicht wir, die abserviert werden. Du meinst Mega? Allein hätte ich das niemals geschafft. Ich bin gut, aber Mega ist ein Genie. Ein Techno-Genie. Aber seine Stärke ist leider auch sein Wunderpunkt. Er hat keine Ahnung von der menschlichen Natur. Er hat keine Ahnung von mir. Und was ist mit Ebony? Sie sagt, sie ist zu einer Göttin geworden. Wenn wir sie jetzt weiter in die Irre führen, Java, bekommen wir sie vielleicht nie wieder. Dann bleibt sie für ewige Zeiten auf ihrer Sudwolke. Und wäre das nicht abscheulich? Tja, hier soll das wohl stattfinden. Ja, die Sonnenfinsternis fängt schon bald an. Gut. Dann beende ich die Party mal. Hey! Leute, bitte hört mir jetzt mal zu. Ich bin's, Amber. Amber von den Mallrats. Hört euch doch an, was ich euch sagen will. Gerade ein bisschen dunkler geworden? Das ist nur die Sonnenfinsternis. Was für eine Finsternis, Sammy? Wenn der Mond die Sonne verdeckt. Aber wenn der Mond verbrennt? Was? Der Mond. Kriegt der Sonnenbrand? Oh, ja, ja. Au. Ist das für den Mond okay? Oh, ja, sicher. Es ist nur wie Toasten. Das ist auch schon alles.
Genial, dieser Mega. Wie bei den Popkonzerten, die man früher besucht hat. Sud Superstar. Ja, freut mich, dass du Spaß hast, Lex. Aber ich vermute, du hast dir wahrscheinlich nicht überlegt, was passieren wird, wenn Ebony und Sud zu Göttern werden. Ebony! Stadt der verlorenen Seelen! Und Stadt der Finsternis! Ich bringe euch Sud! 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 Ich war gut, Mega. Ich war gut. Puh. Ich hab's geschafft. Hör sie dir an. Sie flippen aus. Sie wollen mich. Ich geh noch mal raus. Warte. Sie wollen Sud. Nein. Nein. Sie wollen mich. Die wollen mich. Nein. Nein. Du sagst mir nicht mehr, was ich tun soll. Vergiss es. Die wollen mich. Ich mach's. Nein! Sud!